Jetzt kommen die Gegner. Da sind schon wieder welche von den Schweinen. So, was haben wir hier unten? Das ist garantiert kein Glowstone. Was ist das denn hier? Pilze. Okay. Nether Pick Iron Ore. Da können wir auch mal. Mach keinen Scheiß da oben. Bleib ruhig. Ich denke mal, an den hier werden wir einfacher rankommen. Ja, an den werden wir sogar so rankommen, dass man da sagen kann, das würde sich halbwegs lohnen, das mal versuchen abzubauen. Ich war echt der Meinung, ich hätte Glowstone gehabt, aber wenn jetzt einer weiß, wo mein Glowstone hin ist, sag mal Bescheid. Ich muss jetzt erstmal hier so ein bisschen was an... Ah, was war das? Was war das denn jetzt gerade? Was hat mich da denn jetzt angegriffen? Hallo? Was warst du? Immer ein Brotmarkt vor auf den Schock. So, dann gehen wir jetzt hier mal bei. Und sagen ihm mal, dass wir jetzt hier mal so eine lecker Plattform bauen hier. So, wie weit muss ich hier noch? Ich muss noch ein bisschen weiter raus. So, das haben wir jetzt mal hier. Huch. So ein Stück noch, denke ich mal. So, das sollte es jetzt eigentlich bringen. So, da haben wir jetzt schon mal ein bisschen was. Gehen wir eben mit Shift hier durch die Gegend. Nicht, dass wir hier gleich irgendwo im Nirvana landen. Das wäre doof. So, was ist das hier? Das sieht aus wie Netherkupfer. Den können wir mal versuchen mitzunehmen. Es sei denn, hier ist nichts mehr unter. Ja, doch, hier ist noch was unter. Oh, jetzt muss ich aber zusehen, dass ich wegkomme hier. Ja, wiederbeleben. Das habe ich nämlich fast gedacht. Wenn man hier nämlich was abbaut, dann reagieren die manchmal etwas merkwürdig. So, laufen wir mal und gucken mal, ob wir das Zeug jetzt wiederkriegen oder ob wir es nicht wiederkriegen. Ob die uns noch hassen werden. Ja, so ist das manchmal. Gerade im Nether. Da machst du einen Fall an die falsche Bewegung und zack, hast du sämtliche Leute gegen dich. Aber ist jetzt ja nicht so das Problem, weil wir ja nichts Wertvolles mitgenommen haben. Gut, jetzt vielleicht bis auf den Stack Brote, aber... Landschaft wird heruntergeladen. So, wo ist jetzt mein letzter Tod gewesen? War doch hier irgendwo. Latest Death muss da hinten sein. Schönen guten Tag. Du willst mir nichts tun. Du willst mir nichts tun. Ja, jetzt muss ich nur... Mal, ja. Ey! Hehe, verarscht. So funktioniert das nämlich immer ganz gut. Komme ich jetzt hier am kostengünstigsten nach oben? Gar nicht? Ich muss mich jetzt echt beeilen, dass ich da hinkomme. Davon mal ganz ab. So, und da hinten muss ich hin. Da liegt mein Kram. Ja. Ich denke mal, das können wir knicken, dass wir den wieder bekommen. Schon gut, dass ich alles hier gelassen habe. Ich brauche trotzdem Glowstone. Au. Au, 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 au. So. Was machen wir denn? Da steht übrigens der Pikmin, den wir da gerade durch die Gegend gescheucht haben hier. Na du Arsch. Ja, hast du so gedacht, ne? Na komm.
So kann man den natürlich auch klein kriegen. Meta ist jetzt gerade nichts geladen, deswegen kann er jetzt auch gerade nichts verschwinden. Deswegen haben wir da jetzt ein bisschen mehr Zeit, bis wir wieder reingehen. Ich will jetzt erstmal ihn hier umbringen. Er geht mir auf den Keks. Zack. 3, 2, 1. Weg. Und der lässt nämlich etwas fallen, und zwar einen Goldnugget. Da kann man manchmal Glück haben bei denen. Da, Goldnugget. So. Ist jetzt natürlich ein bisschen doof gerade mit dem Glowstone, aber naja, was soll's. Gut. Gehen wir erstmal nach unten, da werde ich gleich noch eine Pause einlegen. Und nächstes Mal gehen wir dann in den Nether, holen uns das Glowstone wieder, müssen uns vorher hier noch eine kleine Rüstung bauen, damit wir da überhaupt eine Möglichkeit haben zu überleben. Und ja, ich sag dann jetzt erstmal bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, hallo Leute, da bin ich auch schon wieder. So, da ich mir ja das den Glowstone einmal holen möchte, stelle ich jetzt einmal kurz auf friedlich und gucke mal, ob ich den Kram da überhaupt noch wiederfinde. Solange die anderen hier noch nicht mit auf dem Server sind, können wir da ruhig mal machen. Kriegen die ja nicht mit. Guckt ja keiner meine Let's Plays. Naja, was soll's. So, da wollen wir jetzt mal eben schnell hin, den ganzen Mist holen und dann sehen wir mal weiter. Ob ich den Mist überhaupt noch wiederfinde. Weil ich bin ja mehr als einmal gestorben da. Und schwierig dann alles wiederzufinden. So, latest death. Da hinten. Diesen Weg Richtung. Zack, zack, zack. Jetzt komme ich hier wieder nicht hoch. So, wo war das denn jetzt hier? Da hinten, da muss er seinen Kram holen. Wenn er seinen Kram dann noch wiederfindet, heißt das. Wir wollen ja schließlich vorankommen, nicht wahr? Nether Kupfererz, ja, wir haben unseren Kram, denke ich mal, wieder. Bis auf den Glowstone, um den es mir hier eigentlich ging. Der ist jetzt natürlich auf der Flucht. Das ist ja mal doof. Jetzt habe ich den Rucksack auch wieder. Ist das hier? Dämmerbeerenbusch. Was man immer jetzt auch mit Dämmerbeeren machen kann. Ja, dann muss ich jetzt leider nochmal los mir Glowstone besorgen. Schwefelwolke. Ich weiß zwar nicht, was ich damit machen kann. Ich nehme es aber erstmal so ein bisschen mit. Das ist ja mal doof, dass jetzt genau der Glowstone weg ist. Das ist gerade richtig doof. Gut, dann gehe ich mir den jetzt neu besorgen. Muss ich mal eben gucken. So, ich muss mal erstmal ein bisschen was an Steine haben hier. Damit ich mich da kurz wieder rüberbauen kann. Ich will euch ja nicht 100.000 Mal dieselben Sachen zeigen hier, ne? Das ist ja... Da mache ich das doch lieber so. So, jetzt habe ich hier 44 Steine. Die sind schon mal ein Anfang. So, zu dem da will ich hin. Was ist das da unten denn? Das sieht ja merkwürdig aus mit diesem Kreuz. Lava ist das nicht, soweit ich das sehen kann. Wie, hier ist eine Höhle? Der wäre hier nur gar nicht drauf gekommen. So, bauen wir hier mal eben den Mist hin. Kleine schicke Plattform. So, ich muss hier noch weiter. Ich glaube, ich werde hier sämtliche Steine verbrauchen für diese Plattform alleine schon. Muss ich mir gleich noch welche holen, aber die sind ja hier nun mal nicht gerade selten, nicht wahr? Da können wir dann ja eben uns Nachschub besorgen. Ja, hier sieht das gut aus. So, wollen wir mal gucken, dass wir hier mal... Ich hole jetzt hier auch nichts anderes an Material. Jetzt werde ich nur noch eben den Glowstone-Staub da oben besorgen.
Nicht, dass das hier nachher heißt, er hat sich hier bereichert. Okay, hat er jetzt schon, er hat so ein paar Schwefelwolken da oben abgebaut. Wahnsinn. Das ist einfach nur, weil ich wissen will, was das mit dem Zeug auf sich hat. Aber das ganze andere Material, was hier rumeiert, das kennt man ja. Gut, bis auf die Büsche hier, da habe ich jetzt mal auch noch zwei, drei Sachen eingepackt. Muss ich mal sehen, was ich damit überhaupt machen kann. Da bin ich jetzt quasi unwissend, was diese Dinger können. Dann nehme ich sie doch einfach mal mit. So, jetzt habe ich hier eine schicke Plattform und jetzt gehen wir hier mal hoch und fangen mal an, den Blödsinn hier rauszuknallen. Was ist das da oben? Achso, das ist wieder der Nähter-Gedönskram. Tück, 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 tück. Der kann da mal weg hier. Jetzt muss ich den ein Stück umsetzen. Dann gehen wir mal hier hin. So. Dann haben wir auch das schon wieder. Sehr schön. Aufpassen, dass er, vor allem nur nicht aufpassen. Ja, nur aufpassen, dass man jetzt hier nicht zu weit runtergräbt. Dann hat man nämlich ein kleines Problem. So, Lady's Death können wir erstmal stehen lassen. Jetzt rennen wir erstmal zurück zum Portal und sehen mal, was ist das hier? Ah, Schwefel. Was ist das? Nickel. Okay. So, da wollen wir mal gucken, dass wir fix wieder ins Portal kommen. Was ist das hier? Eine Asche. Was kann ich mit Aschewolken machen? Da nehme ich mal auch mal zwei Stück mit zum Rumprobieren. Und dann verschwinden wir mal eben schnell. So, und dann können wir jetzt, da wir jetzt ja wieder hier sind, die Gegner auch wieder anschalten. Das mache ich gleich mal, sobald ich in Sicherheit bin. So, jetzt zum Beispiel. Option friedlich auf einfach. So, haben wir das erledigt. Gut, erstmal fix was in Rachen drücken hier. In Drachenrücken. Und dann können wir mal zusehen, dass wir jetzt hier noch den Anzug so ein bisschen hochgebaut bekommen. Den hatten wir ja auch vor. Wo habe ich den jetzt überhaupt hingelegt? Warum sind die Truhen jetzt durchsichtig? Hat das einen Sinn? Da habe ich mal einen Anzug. So, das habe ich jetzt dabei. Den ziehe ich an. Den ziehe ich an. So, dann habe ich da jetzt drinne. Gar nichts. Naja, sehen wir jetzt ja. Wo habe ich meinen? Da habe ich meinen. Habe ich hier schon irgendwas drinne? Jawohl, ich habe den Diamantbohrer habe ich schon drinne. Schaufel, das habe ich alles schon fertig. Gut, soll heißen, ich brauche jetzt als nächstes erstmal eine Batterie und Strom. Gut, ich würde sagen, eine kleine mittlere dürfte reichen. MV-Kondensator brauche ich dafür. Sehen wir mal, wie wir uns den gebaut bekommen. Doch, das ist gar nicht so schwer. Da brauche ich einen Energiekristall, Energiedust, Diamond Dust. Scheiße, da muss ich erstmal vier Diamanten für haben. Der ist doch ein bisschen schwieriger. Dann lassen wir den weg und wir gucken mal, was wir mit dem LV-Kondensator machen können, den ich jetzt hier gerade da ist. Da brauche ich nur eine RE-Batterie für und Kabel. RE-Batterien sind jetzt nicht so schwer. Das heißt, für RE-Batterien werde ich brauchen das. Ich werde brauchen Zinn. Ich werde brauchen Gummiriegel. Ich werde brauchen Seitenschneider. Und ich werde brauchen einen Schmiedehammer, wo ich jetzt gerade nicht weiß, ob ich da überhaupt noch einen drin habe. Machen wir mal eben hier schnell drin nach. Sekunde, ich muss mal eben meine große Zange hier wieder haben. Wo haben wir sie denn?